Es gibt extrem viele Karten auf der Banlist, bei denen du weißt, dass sie nie wieder von der Banlist runterkommen werden. Entweder weil sie einfach nur toxisch für das Spiel sind, oder weil sie einfach viel zu stark sind und oder es schon mehrere Retrans für die Karte gibt. Alternativ gibt es aber auch Karten, welche definitiv von der Liste runterkommen könnten und es keine weitere Probleme im Format geben würde. Die Karten, die allerdings wirklich interessant sind und über die es sich auch lohnt zu reden, sind die Karten, die wirklich ziemlich stark sind und von der Liste runterkommen könnten. Und eine von den Karten ist meiner Meinung nach Heavy Storm. Denn an sich ist Heavy Storm ziemlich ähnlich zu Harpies Feather Duster und viele Leute würden wahrscheinlich auch sagen, dass Heavy Storm in einer gewissen Hinsicht fairer ist als Feather Duster, einfach weil Heavy Storm auch deine eigene Backroad zerstört und das ja eine Downside sein soll. Und damals, als die Karte noch erlaubt war, war das auch so. Und zwar keine wirkliche Upside. Aber mittlerweile in modernen Yu-Gi-Oh! Ist das nicht mehr der Fall. Wenn man im Vergleich zu Darkhold und Raigeki sieht, sieht man, dass Darkhold prinzipiell die bessere Karte in modernen Yu-Gi-Oh! Ist, weil das Zerstören von eigenen Karten öfters eine Upside ist als eine Downside. Denn Raigeki und Feather Duster machen eigentlich zu 100% immer genau das Gleiche. Und zwar einfach alles vom Gegner zerstören. Und es kann für nichts anderes verwendet werden, als einfach alles vom Gegner zu zerstören. Und Darkhold und Raigeki sind Going Second prinzipiell immer identisch zu Raigeki und Feather Duster, zumindest wenn man es will. Aber sie haben auch viele andere Applications, welche halt bei den anderen beiden Spells nicht der Fall ist. Für Darkhold gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Floodgate-Monster vom Gegner zu outen, die man bekommen hat, wie zum Beispiel Ra's Disciple oder Ibley. Alternativ kann man eventuell Monster-Effekte von sich selbst triggern, wie zum Beispiel Baby Sarasaurus oder Tier-Monster, welche man aufs Feld beschworen hat. Und bei Heavy Storm ist es prinzipiell exakt das gleiche. Weil wenn du zum Beispiel Virtual World spielst, kannst du dann Kinglong setzen, zerstören und kannst dann Monster Search und dann eventuell spielen. Oder bei Eldritch. Falls du zwei Eldritch hier ziehst, kannst du alles mit Heavy zerstören, in der Endphase setzt du dir dann eine andere Karte und hast dann deine komplette Engine im Laufen. Die Sache ist, es ist jetzt nichts ultra starkes, das machen zu können, aber es ist halt definitiv gut, dass es da ist und als Option zu haben, dass man es eventuell machen kann. Was halt wesentlich angenehmer macht, Karten wie Darkhold oder Heavy Storm zu Maindecken, weil sie auch Going First Applications haben, welche bei den anderen Karten nicht da sind. Und deshalb ist Heavy Storm auf jeden Fall schon mal besser als Harpies Feather Duster. Und Feather Duster sollte eher auf 2 gehen, als dass Heavy Storm noch dazu auf 1 kommt. Allerdings ist es trotzdem nicht komplett unrealistisch, dass, falls sie mehr Backrow-Removal ins Spiel bringen wollen, Heavy Storm auf 1 zurückbringen, anstatt dass sie Feather Duster auf 2 setzen. Denn letztendlich haben sie auch Change of Heart auf 1 zurückgebracht, bevor sie Mind Control auf 2 gesetzt haben, obwohl Mind Control einfach bloß ein schwächeres Change of Heart ist, weshalb Change of Heart halt eigentlich nicht halt zurückkommen sollen. Darüber, dass Brain Control damals einen Errata bekommen hat und komplett unspielbar geworden ist, und dass jetzt Change of Heart zurückkommt ohne Errata, reden wir mal nicht. Weshalb ich auch sehen könnte, dass sie Heavy Storm auf 1 setzen, einfach bloß, da sie dadurch wesentlich mehr Spiel anlocken, als dass sie Feather Duster auf 2 setzen. Denn ich glaube, damals, als Change of Heart auf 1 zurückgekommen ist, sind auch auf vielen Seiten, weil ich nichts mit Yugi zu tun habe, Artikel gekommen darüber, dass eine uralte Karte wie erlaubt worden ist, welche damals unglaublich stark war. Und genau das gleiche könnte dann auch bei Heavy Storm passieren, einfach bloß weil Heavy Storm eine extrem beliebte Karte damals war. Sie war easily accessible, das wollte jeder, konnte mit der Karte spielen und jeder erinnert sich eigentlich an die Karte. Ich denke aber ähnlich, dass Heavy Storm zurückkommen sollte, denn wir haben momentan eh schon genug Backrow Removal, wie zum Beispiel Lightning Storm, Emily und Feather Duster. Und anders als bei Raigeki und Darkhold ist es so, dass die Decks, die gegen Feather Duster und so weiter verlieren, halt ziemlich hart gegen die Karten verlieren. Und es gibt nicht wirklich Counterplay, die Decks machen können, außer sie seiden Judgment und Heavenly Prison und ziehen die hart oder denken sie mit Prosperity auf. In Darkhold und Raigeki sind halt hauptsächlich gut gegen Decks, die wirklich extrem viele Monster aufs Feld legen, alias halt Combo-Decks. Und Combo-Decks können mittlerweile halt eigentlich immer auf einem Omni-Negate enden oder sogar auf mehreren. Oder es ist zum Beispiel Tier, welches generell nicht interessiert, ob die Karten jetzt zerstört werden durch einen Karteneffekt, weil es dann ihre Effekte triggern und so weiter. Deshalb Darkhold und Raigeki halt wesentlich besser auf 3 sind, beziehungsweise wesentlich fairer auf 3 sind, als jetzt Feather Duster oder Heavy Storm. Es gibt hier nachher ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel gegen Kashtira ist Darkhold und Raigeki ziemlich gut. Allerdings können meistens die Decks, die halt wirklich viele Monster aufs Feld legen, auch irgendwas gegen Darkhold und Raigeki tun. Ich meine, selbst Kash kann halt Goliath und Rise Heart Attention. Das Einzige, was wirklich gegen Storm und Duster gemacht werden kann, außer den anderen Karten wie Judgment, ist, dass zum Beispiel Eradicator verwendet wird, um das aufzuhalten. Und der Eradicator ist jetzt nicht die Karte, die man unbedingt haben will, um das aufzuhalten, weil Eradicator dann auch einfach toxisch ist. Und wenn man dann halt kein Out zu der Karte hat, dann sieht es so aus. Falls aber irgendwann eventuell Lightning Storm oder Evenly gehittet sind und man dann weniger Boardbreaker hat gegen Backrow Heavy Decks, dann kann es sein, dass vielleicht mal Heavy Storm zurückkommt. Aber da halt Karten wie Evenly und Lightning Storm die Downside haben, dass sie Going First eigentlich zu 100% tot sind, weil sie danach nicht mehr wirklich aktiviert werden können, denke ich eher, dass halt die Karten nicht gehittet werden, weil die halt wesentlich fairer sind als Heavy Storm. Aber gerade deswegen, weil halt für mehrere Sachen verwendet werden kann, fände ich es tatsächlich eigentlich recht cool, mit Heavy Storm spielen zu können. Einfach gerade, weil es halt mehr Spaß macht, mit Karten zu spielen, die mehrere Applications haben. Aber ja, was denkt ihr? Denkt ihr, Heavy Storm könnte irgendwann von der Liste zurückkommen? Oder bei welchen Karten denkt ihr, dass das passieren könnte, dass sie von der Liste zurückkommen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Außerdem, falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.